Ja, somit wären wir am Ende der MIMO-Systeme angelangt und prüfungsrelevant in dem Zusammenhang ist... Nein! Jetzt... Tja, das Internet in Deutschland ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, wann man Netz hat. Wieso das so ist und wie das mit dem mobilen Internet von morgen besser wird, das klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Dieser Funkmast sendet unser Video. Da wir aber hier hinten stehen, kommt bei uns von dem Video nicht viel an. Das ist eine Antenne, wie sie auch in einem Funkmast verbaut sein könnte. Eine Antenne bringt dabei nicht viel, sie sendet immer in die Richtung, in die sie eingebaut wurde. Deshalb brauchen wir mehr Antennen. Damit können wir nun genau einstellen, in welche Richtung wir unser Video senden wollen. Und zwar für jedes Video neu. Je mehr Antennen wir nehmen, desto genauer können wir unsere Antennen in eine bestimmte Richtung senden lassen. Durch die intelligente Ansteuerung der Antennen kann diese Ausrichtung außerdem innerhalb von Millisekunden angepasst werden. Um genau zu erforschen, wie das funktioniert, haben wir das bei uns mal aufgebaut. Das ist unser Massive MIMO. Damit können wir hier im Labor forschen. So etwas haben übrigens weltweit nur sehr wenige Institute. Wenn wir jetzt unseren Funkmast mit diesem Array ersetzen würden, dann könnten wir auch wieder mit voller Geschwindigkeit unser Video anschauen. Egal wo. Prüfungsrelevant in dem Zusammenhang ist natürlich die gesamten Sachen, die wir bezüglich der Signalform besprochen hatten. Yes, läuft.